Leute, wir sind angekommen und direkt schon Kameraüberwachung. Ich zeige euch die mal. Da oben. Von innen einer und von außen eine. Und da ist er. Da ist der grüne Mann. Und da gehen wir jetzt rein. So. Und hier sehen wir die Bunkertür vom Notausgang. Mit einer großen Befestigung. Und hier sehen wir noch die Gegensprechanlage. Und hier ist direkt ein Raum zur Unterkunft. Das waren die Betten. Alte Stifte noch auf dem Boden. Und ich schlage vor, wir gucken uns Raum für Raum an. Und hier haben auch einige Menschen geschlafen. Und hier sehen wir noch alte Käppi. Naja, ein Rennfahreranzug von Renault. Allerdings schon ordentlich dreckig. Und hier 1997. Das bedeutet, der Bunker ist wahrscheinlich 1997 aufgegeben worden. Und hier, Bob, wenn du das siehst, viele Grüße. Wir haben ihn auch gefunden. Den Bunker mit dem grünen Anzug. Ist, den Putin, ne? Habe ich auch schon gesehen. Mit dem Einschussloch. Schaut euch das mal an. Das ist ein Besprechungsraum. Und die Stühle sind am Boden befestigt. Und absoluter Traumzustand. Keine Zerstörung, keine Graffitis. Es ist alles noch 100%
im Top-Zustand. So laufende Nummern, dass man immer das Gegenstück hat, eine Bedienungsanleitung und eine Gegensprechanlage für das Quickphone. Hier Stühle am Fußboden befestigt, wahrscheinlich im Falle eines Atomschlages. Ein leerer Raum, mehr oder weniger leerer Raum. Auch hier 97. Und hier finden wir eine Sanitätskiste mit irgendetwas drin. Das ist aber nicht mehr vorhanden. Hier stehen wir auch, 1967 können wir erkennen. Und das ist das Notfalltelefon. Ich rufe Moskau. Auch hier Tische. Die Stühle sind demontiert. Und das Bett. Boah, Seismograf. Das ist ein Seismograph, um die Erderschütterung zu messen. Heizung. Und die Tür ist scharf. Auch hier Telefon, Gegensprechanlage, Betten, eine alte Jeans und hier wahrscheinlich für die Reinigung. Und hier, krass. Hier finden wir alte Watthosen. Schaut euch mal den Zustand dieser Watthose an. Wie frisch aus dem Geschäft. Die hier hat schon ein bisschen mehr. Die wurde auch schon mal geflickt. Aber trotzdem, dass das nach so vielen Jahren noch alles da ist. Okay, der ist relativ langweilig, der Raum. Hier können wir noch die Elektroschalter, wahrscheinlich Hauptschalter, erkennen. Für verschiedene Voltzahlen. Und die Heizung ist auf 21 Grad eingestellt gewesen. Der ist ein bisschen verwüstet, der Raum. Und hier sehen wir noch die Direktleitungen. Wahrscheinlich nach Moskau. Oder zu den anderen Befehlsstellen. Krass. Alles noch da, Leute. Auch hier ein Telefon. Auch 97. Hammer. Schaut euch das mal an. Relais. Redundant aufgebaut. Das bedeutet, wenn das eine ausgefallen ist, konnte man das andere nutzen. Und hier sehen wir ein Fenster. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Aber vorher gucken wir uns noch mal den Raum hier an. Hammer. Hier sind auch Fenster. Mein Gott. Schaut euch das an. Das ist der Besprechungs- oder Kontrollraum. Mal gucken, ob wir da noch einen Zugang zu finden. Hier Arbeitsbereiche, Lichtschalter und hier ist die Alarmsirene, falls Atomangriffe oder so weiter stattgefunden haben. Und wir sehen hier sogar noch verschlossene Türen. Das bedeutet, der Bunker hat noch nicht alle Geheimnisse geöffnet. Und da schauen wir uns gleich zusammen an. Aber wir schauen uns erst noch mal in den anderen Räumen an. Was ist das denn hier? Hier riecht das. 1996. Und irgendwelche alten Geräte, wahrscheinlich alles für die Kommunikation. Auch hier irgendwelche Verstärker, Gleichrichter. Wow, es ist alles noch da. Der Kabeldieb war auf jeden Fall noch nicht hier. Man kennt das. 85. Da
Ingen ist krass. Ein wirklich krasser Bunker. Mit das Krasseste, was ich bisher gesehen habe in meiner Laufbahn. Wow! Das ist nicht... Wow, das ist nicht von dieser Welt, Leute. Das ist nicht von dieser Welt. Schaut euch das an. Diese Sprechkapsel hier. Die Ork-Hörer, alles aus der damaligen Zeit. Und hier konnte man direkt Gespräche untereinander verbinden. Und das sind die Telefonleitungen, alle feinsäuberlich aufgelegt. Boah, guckt euch mal die Technik an. Auch hier mit Direktfallfunktion. Telefon ist direkt vorhanden, Ohrmuschel ist allerdings raus. Und alles noch bedienbar. Oh, dass hier alles noch vorhanden ist, das ist eigentlich unvorstellbar. In Deutschland wäre das alles schon geklaut oder zerstört von Vandalen. Nein, hier sind noch alte Lüfter. Was haben wir denn hier? Vielleicht noch eine Nummer, eine laufende? Nee, das sind die Luftfilter. 1977. Drei Stück Ersatzluftfilter, die sind nicht angeschlossen. Das sind wahrscheinlich Wandler von 200, nee, von 48 Volt auf. Das sehen wir leider nicht. Aber das müssten Wandler sein. Oder von 220 auf 48 Volt. Das wird es wahrscheinlich sein. Auch hier wieder, das sind die Toiletten. WC. Männertoilette mit Spülkasten, rot, wahrscheinlich Einheitsfarbe, rot, auch hier für die Frauen. Und der Spiegel. Und der Spiegel von damals, noch alles original. Mal gucken, ob das Wasser geht. Nee, das ist abgedreht. Und hier sehen wir einen Luftfilter, Leute. Für die Toilette, damit der ganze Bunker nicht stinkt. Voltanzeige, aber warum ist die schräg? Und hier ist der Ausgang bzw. Eingang. Und das ist besonders. Es gab hier einmal den Haupteingang natürlich. Und im Falle von Strahleneinwirkungen hatte man hier die Möglichkeit, in die Dusche zu gehen. Und im Normalfall ist man dann hier direkt in den Bunker gelangt, ohne in die davor hergesehene Dusche zu gehen. Und schaut euch mal die Funktionsweise der Bunkertür an. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Hier ist auch noch eine Duschkabine. Oben ist natürlich hier wieder das Überdruckventil. Und das ist der Lüfterraum. Drei Luftfilter mal zwei. Hier ist der Luftfiltergebläse. Sogar das ist noch vorhanden, Leute. Normalerweise steht das aufrecht. Und auch hier. Komplette Schaltanlage ist noch da, das ist der Blick zurück. Und das ist hier auch noch eine Unterkunft, wo man schlafen konnte. Und hier, das ist der Dispatcher-Raum. Mal gucken. Oh, hier hat er auf jeden Fall gut sauber gearbeitet. Alles fein säuberlich beschriftet. Die Schalttafel von innen. Mal gucken, ob wir die zukriegen, ohne dass wir irgendwas kaputt machen. Ja, kriegen wir. Das war die Funktion des Bunkers. Man konnte hier alles steuern. So, so sieht der Schaltschrank von... Ja, ihr habt es auf jeden Fall gesehen, ne? Wir wollen jetzt nichts kaputt machen. Und was haben wir hier? Das ist Wasserboiler, würde ich sagen, für Warmwasser. Ist isoliert. Wasserpumpe. Und auch hier die Schaltschränke. Alles sehr, sehr massiv. Und die Küche. Inklusive Vorratsraum. Wow. Mega begeistert. Spül, Küchenzeile. Ein Schrank.
Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu dem Highlight des Bunkers. Oh, hier haben wir noch die Erklärung. Das ist wirklich ein absolutes Highlight, dieser Bunker. Keine Vandalen. Boah, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Mega gut. Und da wurden dann die Briefings gehalten. Und das konnte dann von hier beobachtet werden. Und dann hatte man dann die Möglichkeit, direkt die Informationen dann auch weiterzugeben. Wow. Auch hier wieder. Das ist ein spezielles Telefon. Ich glaube, wenn das gebimmelt hat, dann ist vorbei. Ein alter Akkumulator. Und jetzt nochmal der Blick in das Herzstück von diesem Bunker. Zum Glück, zum Glück, zum Glück wurde das nie wirklich gebraucht. Mega. Stellt euch mal vor, ihr saßt hier mit den anderen Menschen. Und ihr wart einer der wenigen, die Bescheid wussten, was der nächste Schlag ist. Und da wurde dann entsprechend präsentiert. Boah. Unvorstellbar. Mein Gott. Ich bin so begeistert. Munktaremem. So, ich glaube, es ist Zeit, so langsam Adieu zu sagen, beziehungsweise letzte Worte zu geben. Also, das ist hier der Name des Bunkers. Der Name des Bunkers ist Programm. Grüner Anzug, Bunker grüner Anzug. Es gibt auch noch welche mit einem roten Anzug. Den werden wir uns hoffentlich morgen anschauen, wenn wir reinkommen. Ja, und wie immer gilt, vielen Dank an Carsten Lost History für diesen Pin. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du mir den anvertraut hast. Ich werde ihn natürlich in Ehren halten. An euch möchte ich auch nochmal Danke sagen. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Kanalmitglieder. Dafür bedanke ich euch. Aktuell bekommt ihr für die Unterstützung rein gar nichts, außer natürlich meine große Dankbarkeit. Und von daher umso ehrenvoller, dass ihr den Kanal mit den 4,99 € im Monat unterstützt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und das kann ich natürlich nutzen, um meine Kosten für Unterkunft und so weiter dann auch entsprechend ein wenig zu decken. Genau. An dieser Stelle sei gesagt, macht das nicht zu Hause nach. Na, wir haben hier eine professionelle Ausbildung gehabt und freuen uns natürlich, dass wir hier in diesen Bunker rein können. Wenn ihr irgendwelche Bunker aus dem Zweiten, Ersten Weltkrieg habt oder irgendwelche spannenderen Anlagen, die ihr gerne mal durch mich erkundet haben wollt, dann lasst mir die gerne über Instagram zukommen und dann können wir mal darüber sprechen, ob ich die Möglichkeit habe, die dann entsprechend auch zu begehen. Genau. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Abo freuen, damit der Kanal auch weiter wächst. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen. Und das höchste der Gefühle ist tatsächlich, wenn ihr dieses Video zu Ende geschaut habt, andere Videos guckt und meinen Kanal und die Videos entsprechend an Freunde und Familie weiterleitet. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil darüber bekomme ich zusätzliche Reichweite, die Chance auf neue Follower, wenn denen der Content gefällt. Und deswegen, ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Random Life und betreibe hier auf YouTube den Kanal Random Life mit Schlachtfeldbegehung aus dem Ersten, Zweiten und Kalten Krieg. Ich bin raus, euer Random Life.